Wir starten jetzt mit dem Input von Peter Heindl. Eine Synthese, die allerdings schon den Titel hat, wir müssen ganz schnell langsamer werden. Und dazu ist zu sagen, dass der Peter Heindl viel früher als viele andere, nämlich Anfang der 70er Jahre, schon so diese Idee gehabt hat, naja, warum ist denn die Wissenschaft eigentlich so total abgekastelt in wissenschaftlichen Disziplinen organisiert? Und müsste man das nicht eigentlich aufbrechen und müsste man nicht die Wissenschaft rund um gesellschaftliche Probleme organisieren? Naja, und das wurde hier herinnen auch schon gesagt, Sie sind Gründer des Vereins zur Verzögerung der Zeit und insofern der natürliche Experte, hier eine Synthese zu halten. Bitte schön. Herr Kollege Meyer, herzlichen Dank für diese Legendenbildung. Ja, zu Lebzeiten, ne? Das ist ja. Das ist eigentlich schön, wenn man das nur erleben kann. Ja, eine Synthese ist verlangt. Sie können sich ja denken, bei der individuellen Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten von Grünen, ihren Meinungen, ihren Standpunkten, ist eine Synthese eine fast aussichtslose Sache. Daher werde ich einige Aspekte aufgreifen, unter anderem der politische Fatalismus, den Sie heute erwähnt haben, Herr Nowy, das sehe ich auch so. Nur unlängst wieder ist mir ein Nestroy-Zitat zu dieser Situation eingefallen, das so die Situation beschreibt, vor allem österreichisch. Der hat gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf. Wort von Fatalismus. Es war bereits zu Beginn von Ihnen, Herr Kollege Nowy, von Dialektik, von Widersprüchen die Rede, und Synthesen sind bekanntlich der Versuch der Vereinigung von Widersprüchen. Und Dialektik braucht Zeit, weil wenn man wirklich Widersprüche behandeln will, dann muss man sich auch mit ihnen beschäftigen. Was sie meinen, was sie ausdrücken, welche Argumentationen sie für sich haben. Und da sind wir, meiner Erfahrung nach, nicht geübt und nicht gewandt. Wir behandeln Widersprüche eher im Sinn der klassischen Logik, entweder oder, falsch oder richtig, böse oder gut. Und das ist aber genau nicht dialektisch. Und einer der Gründe, liebe Kolleginnen und Kollegen, wieso man oft in Umsetzungszusammenhängen Schwierigkeiten bekommt, nicht? Man weiß eigentlich alles, oder vieles, was schiefläuft, dass man sich dann sofort auf die Seite des Guten setzt. Und das andere wird zum, ja, vielleicht nicht gerade bösen, aber doch immerhin zu einem Abzuwertenden. Und gerade dort, wo Umsetzungspraxis fehlt, und lassen Sie mich das aus Erfahrung sagen, neigt man zu Normativität und Moralismus. Also den Anspruch zu stellen, auf der richtigen Seite zu sein. Und das ist nicht unproblematisch. Und deshalb möchte ich, ja, Sie können sich ja denken, eine kleine Herausforderung vor der Synthese anbringen und vor meiner Übersicht über die Ursachen von Beschleunigung und die Möglichkeiten in anderen Zeitvorstellungen zu überlegen und zu leben, möchte ich die Sache von der Kehrseite aus anbürsten, nämlich die Frage stellen, wieso ist es eigentlich so schwer, aus diesem System herauszukommen, in Umsetzungszusammenhänge, wann eh eigentlich alles so klar ist, was für Probleme es gibt, ist ja alles so klar. Und meine Grundthese lautet, und die will ich an ein paar Punkten Ihnen vorführen, lautet, dass wir alle in dem System so infiziert sind und auch aus der Geschichte heraus so geprägt, dass es auch für uns, die wir die Einseitigkeiten sehen, die Schwierigkeiten sehen, nicht leicht ist, auszusteigen. Wenn Sie mir gestatten, das an einigen Punkten vorweg auszuführen. Das erste ist das erste Thema lautet Produktion und Konsum. Und Sie werden dann auch sehen, dass das alles mit Zeit in irgendwie so fast alles mit Zeit zu tun, aber speziell. Wir klagen über unseren Konsumismus,
Wir klagen über die Produktzyklen, die immer schneller werden. Der schnellste Produktzyklus ist Kinderspielzeug, das es zu denken gibt. Ja, also wir klagen darüber und ein Kollege von mir ist der Meinung, es ist wichtig zu schauen, nicht? Zukunft hat Herkunft, woher kommt denn das? Und da darf ich Ihnen eine kleine Produkttheorie vorstellen, dieser Art, dass ich sage, die Menschen waren eigentlich, seitdem sie über sich selbst nachgedacht haben, unbescheiden. Die wollten eigentlich immer mehr, als sie konnten. Also beispielsweise überall gleichzeitig sein, allgegenwärtig oder allwissend oder allmächtig. Sie kennen diese Prädikate? Ja? Übrigens mit dem Computer haben wir das, nicht? Endlich. Das ist also ein Produkt, das eine Antwort auf diese Bedürfnisse gibt. Wir sind überall, wir haben die alle Informationen und wissen sie. Und wir haben die Macht, nicht? Also was Sie jetzt verfolgen mit den Datengeschichten, nicht? Da ist schon einiges an Macht unterwegs. Also, die Menschen wollten immer schon alles, nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht gekommen. Ja? Es waren die Produkte zur Erfüllung dieser Bedürfnisse und Bedürfniswidersprüche einfach nicht da. Daher wurden diese Bedürfnisse aufbewahrt, damit man es nicht vergisst. In Mythen, in Märchen, in der Religion. Wenn Sie anschauen, nicht, also Märchen, der mit dem nicht, schnell gleich woanders sein, da redet man im Ring und der ist schon gut. Oder der mit den Sie kennen das. Wenn man die Märchen anschaut, findet man das alles. Wenn man die Religion anschaut, findet man auch so manches. Und Mythen, Daedalus und Ikarus, fliegt zur Sonne. Ne? Schmützt ein bisschen. Ja, gut, Pech gehabt. Aber auch das repräsentiert die Wünsche und die Bedürfnisse der Menschen. Und dann kam eine Zeit, genannt Moderne oder sagen wir einmal Neuzeit, wo die Naturwissenschaft und die Technik aufgetreten ist und gesagt hat, ihr habt Bedürfnisse. Dem Ingenieur ist nichts zu stören. Mach mal. Geh mal antworten. Ja, also wenn ihr schnell wo sein wollt, Pferdekutschen sind wirklich nicht so glas, geh mal in die Richtung. Bis hin zur Rakete und so weiter. Hammer. Ja, wenn Sie gegenwärtig sein wollt, eh kein Problem, Computer macht das. Wenn Sie schnell wo sein wollt, nicht nur Auto, das Auto ist ja Besonderes. Und wenn Sie mal nachschauen, die Top-Produkte unserer Neuzeit, die auch uns nicht ganz egal sind, sind Antworten auf diese uralten Grundbedürfnisse und Widersprüche, die Menschen gehabt haben. Auf die Widersprüche geht es nicht ein. Diese Produkte haben nämlich alle noch ein Widerspruchsmanagement in sich. Sage ich Ihnen nur ein Beispiel dafür, das ist das Produkt, die Ware der Waren, das Geld. Das Geld ist die Ware der Waren. Nicht? Das ist eine Ware, mit der man alle anderen Waren kaufen kann. Und was ist die Synthesis dieses Produkts? Der Ausgleich des inneren Widerspruchs? Das Geld ist das einzige Produkt, das wirklich die Synthese von Freiheit und Sicherheit bietet. Das ist doch ein Widerspruch, Freiheit, Sicherheit. Das Geld kann es. Wir haben in unserer Geldforschung festgestellt, die einen sagen, was ist für sie Geld? Sagen Sicherheit. Die anderen, wenn man es fragt, sagen es Freiheit. Beides stimmt. Es schafft Vermögen. Vermögen ist ja ein anderes Wort für Freiheit. Das Vermögen steigert sich, die Optionen steigern sich. Man ist freier. Und wenn es einem schlecht geht, ist man sicherer, wenn man Pensions und so weiter und so weiter. Das ist in einem Produkt drin, und das ist in allen, also im Fernsehen, sind solche Produktwidersprüche in Form und in Materie gebracht. Das ist natürlich was Faszinierendes, oder? Meinen Sie nicht? Ja? Endlich ist eine Zeit angebrochen, in der alle diese Bedürfnisse, die wir immer schon gedacht haben, nun plötzlich materielle Gestalt bekommen und uns zur Verfügung stehen. Und das noch in einer Erweiterung der Möglichkeiten und Optionen, die natürlich freiheitsanalog sind.
wir sind nicht nur auf ein Produkt oder auf zwei oder drei oder vier, sondern wir haben eine Variabilität, die ungeheure Verwirklichungsmöglichkeiten bietet für unsere Individualität. Na, ist das nicht was? Es gibt ein Problem, beim Geld kann ich es wieder sagen, die Synthese von Freiheit und Sicherheit hält so lange, solange man es nicht ausgibt. Daher Geiz ist geil. Ja, Scheinexistenzen treten an die Stelle einer lebendigen Synthesis. Und konnten jetzt für alles durchspielen. Also das ist was Fantastisches. Das Problem, das die Philosophen damit haben, ist, dass offensichtlich es ein Problem gibt mit der Zufriedenheit in der Beantwortung dieser Bedürfnisse. Offensichtlich ist es so wie bei Kindern im Kinderzimmer, alle Spielzeuge haben, sie haben alles, dann sitzen sie in einer Ecke mit einem Holzklotz und die Eltern ärgern sich, dass sie ein teures Spielzeug einkauft haben. Also was ist das? Und so sagen die Philosophen abgekürzt, die Sehnsüchte der Menschen sind von ideeller Unendlichkeit und lassen sich nicht durch Produkte befriedigen. Oder? Die sogenannte Glücksforschung hat ja längst festgestellt, kann man immer ganz skeptisch sein, aber dass die reichsten Länder nicht die glücklichsten sind. Also da bleibt der Rest. Und sehen Sie, da gibt es zwei Antworten. Heute Vormittag angesprochen, in ein gutes Leben zu versuchen, gibt es vielleicht andere Produkte, die andere Qualitäten haben als diese Fixierung auf Materielles. Oder man sagt, naja, wenn es das Produkt nicht ist, dann vielleicht das nächste. Ja. Oder tun wir die Verpackung austauschen. Das ist schon wieder ein anderes Produkt. Es hat also diese zwei Seiten, der Konsum. Die Seite der Freiheit, Optionenerweiterung und Individualisierung. Und die Seite einer Restbekämpfung, die nie gelingen wird. Aber ist das nicht was Faszinierendes? Also gegen den Konsum zu sein, hat immer die Schwierigkeit, diese zwei Seiten berücksichtigen zu müssen. Und nicht nur die Seite des Negativen und des Überflusses. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, das Individuelle. Ich war ja davon schon geredet. Gibt es Soziologen, die reden von den sogenannten Individualisierungsschüben unserer Gesellschaft, also der Neuzeit. Es sind immer mehr Individuen geworden. Nicht? Also im Mittelalter waren wir schon mehr kollektiv eingebunden, auch in Arbeitsverhältnissen. Individuen waren ein paar Luxusgeschöpfe, aber in der Neuzeit sind wir langsam alle Personen und Individuen geworden. Das hat in der Ethik eine große Entwicklung genommen, bis hin zum individuellen Gewissen, zur Moralität. Wir lassen uns nichts mehr vorsagen, so ohne weiteres, von Institutionen, ja, sondern wollen selbst entscheiden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ja, dass man im Grunde nicht weiß, was das Ich ist. Ne? Wenn Sie sich da umschauen, sind es lauter Ich, aber Sie sehen kein Ich. ICH, klingt wieder Express. Diese drei Buchstaben. Und daher beginnt jetzt die Frage, wie wird die Person, die so wichtig ist, das Individuum, wie wird die sichtbar für andere? Ja? Also das Paradoxe, der Widerspruch, Sie haben das sicherlich längst durchschaut, der Widerspruch lautet, ich sage jeder zu sich, aber das sagen alle. Ja? Irgendwie komisch, das Allgemeinste und das Besonderste. Und die ganze Neuzeit ist darauf aus, in der Psychologie heißt es, wie kommt man zu seiner Ich-Identität, ne, der Ich-Stärke, das Wurscht, Sie können das überall verfolgen. Man rennt seit seines Lebens diesem Ich nach. Manchmal glaubt man, man hat es. Manchmal ist es wieder futsch. Aber wenigstens die anderen sollen es sehen. Und dann gibt es diese Antwort in vielen Facetten. Wie wird die Person sichtbar? Sie wird sichtbar durch Leistungszuordnung. Ja? Das ist Selbstverwirklichung. Ich bin sichtbar bei dem, was ich tue. Jetzt
Verständnis und die Leistung so wichtig ist. Nicht nur als ökonomische Zurechnung, wenn man rechnen kann, ja, wie viel hat wer, wann, wie lang gearbeitet, sondern weil sie auch, und das ist eine bürgerliche Tradition des Leistungsbegriffes, sagt, ja, wenn du was leistest, bist du ja. Das Thema der Selbstverwirklichung. Dass es so viel Arbeit gibt, wo man gar nichts ist, das ist eine andere Frage. Die lassen wir einmal unter dich. Kurzum habe ich schon gesagt, ich bin, was ich habe, ja, dank Eigentumsbegriff, die Wichtigkeit des Eigentums, bürgerliches Eigentum, vorher hat es das nicht gegeben, hat alles Gott gehört. Ne? Ist ganz angenehm, muss man sich nicht darum scheren. Im Bürgertum wird Eigentum individuell zugerechnet und ein großer, hoher Wert, also mit dem Eigentum, Konsum, Eigentum, Repräsentation, wenn Sie sich erinnern, Frau Große hat gesagt, auf das komme ich noch. Frau Großecker hat gesagt, dass die 68er Generation, ich bin schon ein bisschen älter, aber ich habe sie noch gut erleben können, die 68er Generation hatte noch einen ideologischen Rückhalt, einen Werterückhalt, der jetzt offensichtlich nicht mehr da ist. Also war eine Möglichkeit, dass ich die Person zu repräsentieren im Helden. Ja, das war immer schon so, aber im bürgerlichen Helden, das ist vom Manager bis was weiß ich wohin. Ja? Also daran sieht man auch. Und manche Führungskräfte verwechseln die Position mit sich. Ja, das ist natürlich auch so eine Geschichte, das, aber auf das kann ich jetzt nicht näher eingehen. Und heute, und auch gestern war auch schon die Rede von einer Möglichkeit, die natürlich auch Person und das Besondere ihrer auszeichnet, das wäre Empathie, Liebe, Kommunikation und Ähnliches. Aber wenn Sie alle anderen anschauen, dann ist kein Wunder, dass das zu kurz kommt. Ja, ein nächster Punkt. Und Sie können sich jetzt vorstellen, beim ersten Punkt, Produktion, Konsum ist klar, wenn man immer sich hinterher rennt, in der Form, um etwas Besonderes zu sein, und die Produktion immer auf den Rest eingeht, ist das Zeitbeschleunigung. Also die Produktzyklen, die immer kürzer werden, hängen mit dem zusammen. Das ist nicht nur die böse Wirtschaft, sondern das sind wir, die wir glauben, wir können es da noch erwischen, die Bedürfnisbefriedigung. Die Individualisierung ähnlich, ja, also wenn Sie das anschauen, was man da alles tun muss, um selbst zu sein, das ist ein ganz schönes Programm, um nicht zu sagen ein Überforderungsprogramm. Ich gehe auf einen weiteren Punkt ein, der hier gefallen ist von Herrn Sedlacek, dessen Wirtschaftstheorie ich natürlich nicht teile, wie Ihnen ja schon längst aufgefallen sein wird. Aber eines hat er gesagt, was ich noch einmal aufgreifen will, das ist dieses Subjekt-Objekt. Umkehrung, Reversing. Zunächst Aufklärung, Naturwissenschaft, Technologie. Wir machen die Welt neu. Die Utopien, Nova Atlantis, ja, das können Sie nachlesen. Das war ja ein Optimismus des Fortschrittes ungeheurer Art. Also wir werden die Welt wirklich verändern und wir haben es auch verändert. Aber was passiert ist, ist, dass die, was noch in der Aktion, der Aktivität der Wissenschaft, der Politik und so weiter war, sich umgekehrt hat in eine Abhängigkeit, sogenannte Sachzwang. Da wurde ja auch schon viel geredet davon. Was hat das jetzt mit der Zeit zu tun? Ich habe das in meinem Podiumsbeitrag kurz gestreift. Wir nennen das ja, wir leben so in einem goldenen Käfig, in so einem Zauberlehrlingssyndrom. Nicht? Und Sie wissen beim Goethe, der, übrigens sehr lesenswert, haben Sie das, ist das längste, da steht im Grunde eh alles, was ich jetzt da expliziere. Also diese Parade vom Zauberlehrling ist ja so interessant, dass er fängt ja noch ganz harmlos an, der putzt, ne? Der Besen. Und dann wird es immer schneller, dann kommt immer mehr Wasser und immer mehr Besen. In die Ecke, sei es gewesen, nein, nichts, immer mehr. Und darin liegt die Zeitbeschleunigungskraft der Sachzwänge. Keine Alternative, nicht? Sie kennen es jetzt schon. Was ist das nämlich? Das ist das Bekämpfen der Ohnmacht. Also Scheinaktivität.
Wenn Sie schauen, was so um uns herum passiert, eigentlich in der Zigeunik, es ist nicht so mit der Veränderung. Ja? Es verändert sich genau das nicht, was sich verändern sollte. Es bleibt schön stabil. Also dort sitzt die Nachhaltigkeit. Ja? Die reale. Aber was man da machen kann, ist, man kann Scheinaktivität produzieren. Und nachdem sie ja ohnehin schon vielfach hier festgestellt hat, dass die politische Macht von ihrer nationalen Gespaltenheit und Konkurrenz natürlich hier keine Antwort geben wird, muss sie wenigstens Aktivität produzieren. Und ich beglückwünsche immer unsere österreichische Politik, dass sie zeigt, dass das eh nicht geht. Ja, das, weil schließlich hat es der Obama auch nicht zusammengebracht. Das ist der mächtigste angeblich. Also Aktionismus als Abwehr von Ohnmacht und ein ähnliches Gewurbel finden Sie dann in Zusammenhängen wie, ja, das Paradox unserer Zeit lautet, wir haben uns einige Komplexität geleistet, vieles ist auch Selbstverkomplizierung, die gar nicht notwendig wäre, und haben zu wenig Zeit, mit dieser Komplexität umzugehen. Ja, das ist ein starkes Missverhältnis und auch das fördert Hektik, blinden Aktionismus. Ich bin ja außer Zeit mit vielen anderen Sachen beschäftigt, unter anderem mit Konfliktforschung. Und da möchte ich Ihnen jetzt nur einen Befund mitteilen, der mir wichtig erscheint im Zusammenhang auch im Umgang mit Krisen. Wir haben festgestellt, dass es 4 Reaktionsmuster in Konflikten gibt, die für in der Betroffenheit fast immer zunächst zuschlagen, bevor wir zum Denken anfangen. Diese 4 Konfliktmuster, ich sage es Ihnen, Sie können das dann beobachten, ob das stimmt. Wenn Sie ein 5. finden, bin ich sehr froh, weil ich denke mal, es wird nicht leicht sein. Erstes, es ist ja gar kein Konflikt, ach, ist ja nicht so schlimm, da könnte jeder kommen, verniedlichen und so weiter. Ja? Möglichst so tun, als wäre ja nicht so schlimm. Und der Teppich hier. Wenn sich der Teppich dann so weit wölbt, dass alle drüber fallen, die Energie der Verdrängung nicht ganz mehr dem Erfolg entspricht, dreht man die Geschichte um und es kommt die nächste in den allen bekannte Reaktionsmuster, die mit der Logik zusammenhängen, das ist Vorwurf, Verteidigung, Aggression, wer weiß, nicht mehr die Ursache ist wichtig, sondern die Schuld ist wichtig. Und mit der Schuld kommt man überhaupt nicht weiter, jetzt wissen Sie schon, bei Kindern fängt es an, wenn es erklären wollen, wer schuld war, war es immer der andere. Das ist eine ermüdende Sache, und das hat aber eine lange Tradition, eine Opfertradition, das kann ich Ihnen jetzt nicht weiter ausführen. Und selbst die Systeme handeln so, wenn sie alle Systeme brauchen, sozusagen Anti-Members, Gegensysteme, und die produzieren sie auch. Das Recht schafft sein Unrecht. Das ist ein guter, schöner dialektischer Satz, merken Sie sich den. Das Recht schafft sein Unrecht, weil sonst wissen wir gar nicht, was Unrecht ist. Kann ich nicht weiter ausführen, nur nennen. Nächste Form der Reaktion ist, weil das ist ermüdet, wenn man immer so hin und her schon mitgibt, dann ermüdet man mal und resigniert. Und daher ist die nächste Reaktion vom Schicksal. In Österreich sehr ausgeprägt, kann man nichts machen. Ja, es ist einmal so, ja, war immer schon so, ich habe schon mein Großvater sich geblockt und nichts weiter. Also Schicksal. Und die letzte Form ist schnell entscheiden. Die Kuh muss vom Eis, sagen Sie in Deutschland. Also, das ist quasi kompliziert, das ist der Kuh vom Eis zu bringen. Also, weg das Ganze. Und das sind die Muster, die uns steinzeitlich schon in der Menschheitsentwicklung. Und Sie werden sehen, ich kann Ihnen übrigens empfehlen, im Sitzungszimmer hängen Sie die Muster auf und bestimmen Sie eins, wenn in einer Verhandlung da was passiert oder nicht, dass jemand dann aufsteht und hinzeigt, wo Sie gerade sitzen. Das ist eine gute Intervention. Und wenn Sie jetzt aber anschauen, und da wird die Sache problematisch, wie man mit Krise heute umgeht, als ob denn das ein seltsames Wort ist, wie man mit Krise umgeht, so können Sie das finden. Ja, am Anfang steht, ach, das ist ja gar nichts. Ne? Das muss ja, ach, das ist eine Technologiekrise, das ist eine IT-Krise, das ist ja ein Hornus. Ja? Dann schlagt schon mehr zu. Aber dass man die Krise und die Möglichkeit der Krise ja schon viel früher gewusst hat.
ungefähr 15 Jahre früher hat, selbst wir als Laien haben das gesagt, das kann nicht gut gehen, das muss, bei so viel gepackten Geld, das man nirgends mehr unterbringt, kann man nur spekulieren. Wie geht denn das? Ja, im System ist geschehen, aber es wird nicht zur Kenntnis gekommen. Also ist kein Problem. Zweitens, Vorwürfe. Der Ackermann. Und, also da kommen irgendwelche Verlobten aus den Banken, sind ja auch nicht gerade unbefangen. Ne? Aber trotzdem, diese Art von Individualisierung können Sie auch vermuten. Übrigens, zweite Reaktionsmuster ist immer Personalisierung und Individualisierung. Ja? Also man muss ja einen Schuldigen, kann man nicht kollektiv, Schuld ist schwerer, da findet man dann wenige, man muss individualisieren. Also da hat man dann lang solche Individuen gesucht und auch gefunden. Es ist ihnen eh nichts passiert, weil das System natürlich viel stärker ist. Schicksal. Ja, Separatschi. Grüß den Kommunisten. Das ist ein Kapitalismus. Schnell entscheiden. Letztlich. Diese Merkel, die zögert. Ja, die ist ja nicht entscheidungsfähig. Die denkt damit gar noch. Ja? Ja, schnell entscheiden. Ja, und diese EU, die sind ja alle so zögerlich. Griechenland ging schon lang besser, wenn die schneller das Geld. Also, Sie können auch an Krisenumgangsformen diese Reaktionsmuster finden, und es ist klar, dass die nur zufällig irgendetwas lösen. Und deshalb sage ich auch hier: Krisen entwickeln einen Aktivismus, der den Zustand herzustellen versucht, der vorher war. Weil es war ja vorher besser, ne? Was in der Krise. Und es passiert aber das gerade nicht, wozu sie angeblich Chancen sind. Nämlich, dass man schaut, was sind wirklich die Ursachen. Das war jetzt noch ein bisschen Replik auf das, was ich hier miterlebt habe. Es ist natürlich viel mehr, aber geht ja nicht. Das ist, ne? Und ich möchte Ihnen jetzt in zwei Sachen noch ein Modell anbieten, weil da auch die Möglichkeiten überlegt werden können, wie man also mit dieser Entschleunigung oder wie man mit einem besseren Zeitumgang findet. Fünf Ursachendimensionen haben wir in unseren Forschungen isoliert, die zu diesen Beschleunigungen geführt haben. Von einigen war schon die Rede, kann mich daher kurz fassen. Die erste ist die ökonomische. Es ist ganz klar, wer schneller am Markt ist, wer schneller in gleicher Zeit mehr produziert, gewinnt. Also Konkurrenzlogik befördert klarerweise. Nicht der Große gewinnt, sondern der Schnellere, war lang der Spruch. Und das ist richtig. Betriebswirtschaftler lassen sich dagegen nichts sagen. Außer die Menschen werden so verbraucht, dass nichts mehr gescheit produziert. Die materielle Müdigkeit schlägt zu. Aber ökonomisch ist das klar. Das Problem, das wir haben, ist, dass diese, ich sage ausdrücklich, betriebswirtschaftliche, nicht volkswirtschaftliche Ideologie in alle Gesellschaftsbereiche übergegriffen hat. Das können Sie verfolgen, im Gesundheitswesen, im Sozialwesen, also wo es überhaupt nicht hingehört, hat diese Logik Platz gegriffen. Und auch auf die Universitäten, ne? Die haben schon gesagt, die müssen unsere Wissensbilanzen legen, Wissensbilanzen, wo man unsere Aufsätze zählt, die man wohlweislich vorher in 20 Teile zerteilt haben, damit sie mehr sind. Also, ein ganz nettes Thema ist das Thema Landwirtschaft. Das heißt ja Wirtschaft. Die Landwirtschaft war im Kapitalismus nie wirklich etabliert. Außer der Großgrundbesitz. Die anderen waren entweder hoch verschuldet oder hoch subventioniert oder beides das Gleiche. Und das hängt mit der Produktion zusammen. Weil Landwirtschaft, Lebensmittel, ist Produktion am Lebendigen. Und das Lebendige unterwirft sich nicht der Ingenieurlogik. Wenn es auf der Wolf wird, dann haben wir das auch immer erkennen. Also die erste ist ein großer Komplex, ich nenne nur ökonomische Ursache. Zweite Ursachenkomplex, auch schon hier viel besprochen, technologische Ursachen, wie gesagt, vom Computer, die Gleichzeitigkeitsmaschine. An der Universität Regensburg haben sie eine Software entwickelt, wo sie sich in die Unsterblichkeit einloggen können. Naja, ich meine, ihre Daten verschwinden nicht. Ja?
wenn man sie nötig speichert. Und das ist ein weiter Komplex, diese Technologie, nicht? Also ich persönliche Erinnerung, ich bin ja überhaupt kein Technologie-Fan, aber ich habe so gerne an Flughäfen, wenn es auf Zeit war, gelesen, Bücher gelesen. Ne? Da gab es so Ecken. Wenn man jetzt in so einer Ecke sitzt, wo es ist, es schwingt das Handy. Ne? Und das Problem ist, die Menschen haben ja noch, sind ja noch sehr, wie sagt man, steinzeitlich orientiert. Das heißt, je weiter sie wegtelefonieren, umso lauter reden sie. Sie müssen zuhören. Ja, wenn sie einmal anfangen zum Zuhören, dann merken sie, es geht eh um nichts. Außer, und was ganz wichtig ist, nämlich die Ortsangabe. Ich bin da. Das ist ganz wichtig, weil seit dem Handy ist man ja nicht mehr festnetzmäßig kontrolliert worden. Ja, also, wir können ja dann vielleicht ein bisschen diskutieren. Dritte, die Organisation. Massen oder Großgruppen zu organisieren, wird mir unsere Moderation bestätigen, fordert Zeit, Pünktlichkeit ein und unter Umständen, was gar nicht angenehm ist, dass man plötzlich was abbrechen muss, was gerade im Rennen ist. Sie erinnern sich, ja? Das ist wie aus letztes, das beste Beispiel. Und das ist so, Sie können organisatorisch, können Sie natürlich nicht allen individuellen Bedürfnissen genügen. Das geht schlicht nicht. Und das ist ja weltweit so, weil schließlich waren es 14 Zeitzonen zwischen Warschau und Hamburg noch vor 150 Jahren, wo kein Mann da mit einer Uhr daneben erinnern kann, damit man weiß, was wichtig ist. Die Sonnenuhr ist an sich genauer wie unsere Uhr, die genau nach der Sonne geht. Aber das geht nicht, das ist unmöglich. Also Sie müssen, oder die Zeitzonen, nicht? Das ist ja was Nettes. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie stehen mit einem Fuß auf der einen Zone und der anderen auf der anderen. Sind Sie in zwei Zeitzonen, ne? Müssen Sie die Fields koordinieren. Nein, ich meine nicht. Also, organisatorisch, und das ist auch ganz wichtig in Kliniken, in Institutionen, mit Dienstplänen und, ja. Das kann dann der individuellen Eigenzeit nicht mehr so gehorchen und beschleunigt natürlich. Vierte, physiologisch, habe ich schon genannt, auch angedeutet, wir sind Flucht, Angstwesen, wobei man Flucht in zweierlei Form, man kann entweder fliehen oder man kann aggressiv-aktionistisch versuchen, das Ganze zu bewältigen. Immer wo Gefahr auftreten, Probleme, Konflikte, neigen wir zur Aktivität, um nicht in die Ohnmacht zu versinken. Ich habe schon erwähnt, brauche ich nicht näher andeuten, hängt sogar physiologisch mit dem Adrenalinstoß zusammen, dem komplexen Stoffwechsel und ja, die Energie, das muss ich schon mal andeuten, weil das Adrenalin, Neben und Cortisol sind Substanzen, die Körperenergie verschieben. Ja, nämlich damit wir rennen können. Sehr komplexe physiologische Prozesse. Nur, und bei Konflikten können Sie das beobachten, nur wenn, es ist halt nicht so, dass man da geschwind ein paar Traubzucker, sondern das wird im Körper umgeleitet. Und das größte Energieorgan des Körpers ist das Gehirn. Also können Sie sich vorstellen, wenn sowas auftritt und diesen Stoffwechsel passiert, und das wird umgeleitet in Muskelaktivität, geht es dem Gehirn ab. Das heißt, ganz schlicht, Angst und Gefahr macht dumm. Und das können Sie, nämlich dumm. Früher war es ja richtig, vor einem Tiger davon zu rennen. Nicht? Und nicht sich hinzustellen und eine Reflexion anzustellen, ist er jetzt hungrig oder nicht. Oder so. Nein, muss man weg. Aber in zivilisierten Zeiten sollte das einen anderen Charakter bekommen. Hat aber nicht. Das ist noch fest verankert. Sport profitiert, zum Beispiel der Orientierungslauf und, ja, oder Biathlon, nicht? Muss man beides rennen und konzentrieren. Es ist gar nicht leicht, das zu koordinieren. Das können Sie bei einem Streit, bei jedem Streit, wenn Sie das verfolgen, das beginnt so mit leichter Spitze, nicht? Dann wird eine Schleife weitergedreht, und am Schluss, wenn richtig alles eskaliert ist, haut man sich Sachen am Kopf an, die man selber nicht kennt. Oder? Am nächsten Tag ernüchtert von Adrenalin, steht man auf und sagt, ja, also,
darfst mir nicht böse sein, ich will einen Rasch. Ausgesetzt hat. Das ist der Name von Rasch. Letzter Ursachenkomplex, metaphysisch. Ich glaube, dass das der wichtigste ist und alle anderen sind eher untergeordnete Antwort. Auch die Wirtschaft ist eine Antwort auf das, behaupte ich. Das ist nämlich der Umgang mit Tod, Leben und Endlichkeit. Und da haben die Menschen, also der Tod ist ja eine der seltsamsten Sachen, nicht, oder? Keiner weiß, was es ist. Keiner in der Zukunft und sagt, so ist es. Wenn Sie was, das, ich sage Ihnen jetzt, was so philosophische Themen sind, nicht, damit Sie sehen, was das für komische Wissenschaft ist. Der Tod ist etwas, von dem wir nichts wissen. Und das ist das Gewisseste des Lebens. Das ist auch schon eine dialektische Geschichte. Das Gewisseste des Lebens und von ungeheurer Wirksamkeit. Schauen Sie sich die Pyramiden an, oder sonst was, was man da alles abstellt hat, um mit dem Tod fertig zu werden. Also schon ein interessantes Phänomen. Und wenn Sie nachschauen, ob das jetzt vernunftfrei ist, es trifft auf alles zu, aber das erspare ich Ihnen jetzt. Was ich Ihnen nicht erspare, ist, dass wir einen ganz besonderen Umgang mit diesem, also unsere Neuzeit, der in die Beschleunigung geht. Weil schon angedeutet, im Mittelalter, wo die Zukunft das Jenseits ist, die Ewigkeit, das Paradies, kann man durch das irdische Jammertal unbeschwert durchtauchen. Und nachher kommt zuerst. Ich muss nur ein bisschen brav sein. Übrigens habe ich unlängst einmal das Fegefeuer analysiert. Das Fegefeuer hat sehr viele Parallelen zur Derivatenentwicklung. Ja, weil nämlich zunächst war es so, dass das Fegefeuer war, hat, ist man nicht das vor der Vorhimmel oder die Vorhimmel, je nachdem. Also nicht gleich im Himmel, sondern vorher noch ein bisschen was, damit man gereinigt wird. Und im Fegefeuer konnte man sich ja freikaufen, oder man konnte sagen, also ich soll jetzt sein, damit meine Ahnen da was leichter haben, ins endgültige Paradies zu kommen. Und das war ja dann 10, also ein Fegefeuer bringt nicht viel. Aber wenn man das sozusagen stufen- und sündenmäßig aufteilt, ja, sprich Derivate durch Zeit, dann funktioniert es, ne? Dann muss man so lässige Sünde, schwerere Sünde, noch schwerere Sünde, alles Spekulation mit der Zeit. Aber da geht es noch. Während wir haben ja Skepsis. Ne? Also wir, unser Jenseits, der Woody Allen hat das so schön erwähnt, er gesagt, was brauchen wir denn in der Ewigkeit? Und stellen Sie sich über Ewigkeit. Ich habe gesagt, die Ewigkeit ist lang, besonders am Ende. Also wir sind skeptisch. Wir glauben nicht mehr an diese Form von Paradies und Sterblichkeit und Gerechtigkeit woanders, sondern wir wollen es da haben. Und das, die Marianne Kronemer, eine liebe Kollegin von mir, sagte, das Leben ist unsere letzte Gelegenheit. Und wenn das Leben die letzte Gelegenheit ist, dann neigt man natürlich dazu, das auszunutzen, zu erfüllen, aber manche verwechseln Erfüllen mit Vollfüllen. Ja? Und weil auch die Rede war, wenn Sie sich erinnern, von den Jugendlichen, die sozusagen Glück im Augenblick oder so kleines Glück für ganz attraktiv halten, muss ich sagen, bin ich jung geblieben, weil ich halte es für die einzige Möglichkeit, die kleinen Vollendungen des Lebens zu genießen und nicht auf die Endgültigkeit zu warten, weil da ist schon spät. Ja, am Ende des Lebens wissen wir zwar, was der Sinn des Lebens war, aber wir wissen es leider zu spät. Und die Beschleunigungsform liegt auf der Hand, das Ausnutzen des Lebens, das Vollfühlen, ist natürlich ein dauernder Impetus der Todesüberwindung. Und so ist eigentlich zusammenfassend dieser Ursachen alles auch, was ich vorher erzählt habe, der Versuch der Todesüberwindung, sagt die Philosophie. Und das geht. Also wird die ganze Raserei nichts bringen. Zum Abschluss, 1, 2, 3, 4, 5 Anschauungsformen von Zeit. Wie? Ja, Sie können sich ja denken, man kann jetzt auf all das an, also wenn wir weg wollen von der Beschleunigung, müssen wir A, die Ökonomie redimensionieren, ist ganz klar, weil diese Expansive, dieser Imperialismus zerstört uns alle und sich selbst auch. Ja? In der Technologie müssen wir Kultur entwickeln. Nicht, dass man das
Mail dann immer gleich beantworten. Wir haben im Institut ausgemacht, dass wenn ein Konfliktmail kommt, sofort wegschmeißen. Weil, na, ich sage, ja, nicht, sie kriegen einen Konflikt, sage ich, den wäre es Zeit und haut gleich zurück. Und das steigert sich. Ja? Also die Mails werden immer länger, die CCs immer mehr und die Blind Copies Bayern Ulstein. Also insofern brauchen wir eine Kultur dieser neuen Technologie, die haben wir am Anfang von Buchtung auch noch nicht gehabt. Ja? Das war eine Mordsschwierigkeit, wie man mit diesen Büchern umgeht, so wie die da plötzlich daherkommen. Ja? Also da brauchen wir eine Kultur. Ich nehme schon an, dass wir noch klug genug sein werden, die zu entwickeln, aber derzeit ist es eine gewisse Tyrannei, die wir da noch unterliegen, behaupte ich. Also jedenfalls, ich spiele das schon. Und gerade verantwortliche Menschen. Ne? Also, wenn einer so ein Mail aufgemacht, 22.45 Uhr in der Früh lese, so, der hat an mich gedacht, wo man kann. Ne? Das kann man übrigens sehr falsch wie Sie wissen. So, Technologie. Organisatorisch ist die Variabilität gefragt. Was ist drin? Das ist groß in der Großwetterlage, es ist die Variabilität zwischen zentralistischen und dezentralen Organisationsformen. Wie weit kann man Besonderheiten entgegenkommen? Ja, und muss nicht alles unter ein Organisationsschema stehen, wozu wir alle Zentralisten neigen. Weil das steht, bringt immer Zeit. Also da muss man organisatorisch differenzieren. Physiologisch ist es ganz schwierig, da müssen wir wissen, zumindest welchen alten Mustern wir unterliegen. Und sozusagen selbst beobachten, sagen, du bist jetzt wieder eingefallen. Und keiner von uns, behaupte ich, ist gefeit von diesen vier Reaktionsmustern. Keiner von uns. Auch die Konfliktforscher nicht. Metaphysisch ist ein anderer Umgang mit Tod und Endlichkeit. Das klingt ganz einfach, ist aber das Schwierigste. Wie kriegen wir das hin? Also in all diesen Ursachenzusammenhängen hat man auch die Möglichkeit zu überlegen, wo man ansetzt. Und es ist zu wenig Ansatz, wenn man uns nur beklagen über Zeitverdichtungen, wenn man nicht diese Ursachen. So, letzte Hinweis auf Anschauungsformen. Wir unterscheiden, und ich zähle das mir auf, vielleicht haben wir Diskussionszeit, wie man Zeit unterschiedlich ansehen kann. Weil die Zeit gibt es. Man sagt, die Zeit vergeht, ist das nette Wende, wir vergehen. Ich zähle es Ihnen jetzt auf und sage zum einen oder anderen Kommentar. Wir unterscheiden die technomorphe Betrachtung der Zeit, das ist die an die Maschinen, an die Uhr. Ne? Die Uhr ist eine Maschine. Und so sagen viele, ne, die in Afrika sagen sie zum Beispiel, die Europäer sind seltsam, die richten ihr Leben nach der Uhr, die essen, wenn es halb eins ist und nicht, wenn sie einen Hunger haben. Technomorph, da kann man sehr viel beschleunigen und das ist auch geschehen. Sag ich mal, die anorganische Wirklichkeit lässt sich sehr viel gefallen. Bis hin zur Materialmöglichkeit. Einmal protestiert es. Da muss man es gut warten und für Wartung ist dann zu wenig Zeit. Ich möchte mal Ihnen erklären, wie das mit den Flugzeugen heute ist. Also, hören Sie auf zum Fliegen. Zweite, Biomorph. Biomorph heißt, und jetzt alles, was ich jetzt erwähne, hat den Charakter der Eigenzeit, die nicht mehr von außen manipulierbar ist. Die ist manipulierbar, aber es ist nicht gesund. Biomorph heißt, dass wir alle unseren Rhythmus haben, unseren Lebensrhythmus, Tagesrhythmus, bis hin in die Zelle, ja, ist Rhythmik, Szenerie und nicht Uhr und nicht Sekunden. Da sind die Gehirnforscher immer daneben, die suchen in Nanosekunden, suchen die Ursache-Wirkungszusammenhänge. Denn Gehirn ist das völlig wurscht. Ja? Für das ist das gleichzeitig. Aber gut, das ist auch anders. Biomorph, insofern ist es wichtig, vielleicht ein Beispiel dafür, weil es gibt die sogenannte Chronobiologie und Chronotoxologie. Chronobiologie wissen Sie, also man soll ein bisschen Rücksicht nehmen auf seinen Körperrhythmus, aber bei der Toxologie wird es interessant, sie sind nämlich nicht in jeder Situation gleich aufnahmefähig für Stoffe, egal ob Essen oder Medikamente.
Und bei Medikamenten ist es wiederum, das wissen die Ärzte. Ja? Es ist nicht so, dass man das nicht weiß. Wenn sie zur richtigen Zeit das Medikament angepasst an den Biorhythmus, dann wirkt es. Wenn es nicht zur richtigen Zeit ist, dann müssen sie das überdosieren. Und wenn sie überdosieren, sind sie gleich in der gesamten Nebenwirkungsspirale drin und dann haben sie den ganzen Salat mit diesen netten, färbigen Pulvern, die da aufzustellen sind. Also da wird es interessant. Ne? Und gerade bei chronischen Kranken, das ist wichtig, also Cortison. Wenn jemand von Ihnen ins Cortison reinkommt, sagen Sie dem Arzt, ich möchte meinen Biorhythmus. Ja? Ich möchte nicht da irgendwann organisatorisch verwaltet werden und um 4 in der Früh die Spritzen kriegen oder das, sondern ich bin ein Abendmensch. So, Biomorph. Gilt natürlich für die gesamte Natur in Nordrhein-Westfalen, nein, in Niedersachsen. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja, werden wir schauen. In Niedersachsen haben die Grünen, ja, wird Sie vielleicht interessieren, vor Jahren schon, also schon sehr lange her, im Parlament einen Antrag gestellt, sie wollten Blumenwiesen wieder haben. Ne? Das ist ja berechtigt, ne? Weil das, wenn man da durch Niedersachsen fährt, sie gehen dieses Giftgrün auf und ab, ist ja nicht hügelig und so weiter. Und haben sie den Gesetzeseinbruch ab 15. Juli, bis 15. Juli sollen Wiesen nicht mehr geschnitten werden. Also bestimmte Flächen natürlich. Weil da können sie entzahmen und dann kommen sie nächstes Jahr wieder. In Kärnten gibt es den Spruch, habe ich mir sagen lassen, wenn es der Blumenwiesen willst, du erst warten, bis der Holler verblüht ist. Bis der Holunder verblüht ist. Ich frage sie, wo ist es genau? Der 15. Juli oder der Holunder? Ja, weiß das. Biomorph. Psychomorph als dritte. Psychomorph, Betrachtung der Zeit ist, auch klar, Emotionen unterliegen nicht bestimmten Zeitverhalten. Die kommen und gehen, wann sie wollen. Das ist ja schon aufgefallen. Heute nehme ich mir vor, so weit, wenn ich dort hingehe, ärgere ich mich sicher nicht. Heute nehme ich mir vor, ärgere ich kaum spirituell und sich die Christen. Das schon wieder aus. Das heißt, man kann Emotionen steuern, nur zu sagen. Das sind ja angeblich vernünftige Menschen, sind wir auch. Aber so ohne das geht es nicht. Die Seele hat ihre eigene Zeit. Und sie braucht sie auch. Auch um zu vergessen, zu erinnern. Und. Ich kann ja nicht rausgehen und sagen, jetzt verliebe ich mich. Selbst wenn manche Erde Psychomorph, also vor allem Gefühle, Emotionen, die Seele. Soziomorph, ganz wichtig für alle, die sich mit Coaching, Supervision, Organisationsentwicklung, Konfliktmanagement und beschäftigen. Sozialarbeit, ja, Beziehungsarbeit. Und kann man nicht sagen, so, bis Nummer 5. Oder im Angebot hineinschreiben, ich bin deshalb billiger, weil ich verspreche Ihnen, dass innerhalb von 2 Monaten die Obdachlosen alle wieder in der Gesellschaft sind. Das wird nicht gehen. Das sagt sich das Obdachlose wieder sehr widerspiegelt. Sind jetzt wieder hereinholt. Sind. Konflikte brauchen ihre Zeit. Konflikte bestehen sehr meistens aus Widersprüchen. Die sind ja nicht unberechtigt. Die Menschen kommen ja nicht sozusagen aus Posen daher mit ihren Interessen und Widersprüchen. Aber wenn man sie lässt, und es führt zu Konflikten. Und man will Konflikte wirklich lösen, braucht es Zeit. Projektmanagement, Teamentwicklung und ich lasse das alles weg. Das ist nicht nur etwas, was man kognitiv anschaffen kann. Ihr seid jetzt ein Team. Das ist so, wie seid spontan, einfach da seid kreativ. Das geht nicht. Sondern das braucht Entwicklung. Das braucht Eigenzeit. Und die letzte Form, der ich dann schließe, ist die Zeit des Festes. Später jetzt. Wo Zeit in diesen Formen gleichsam ausgesetzt wird. Es ist die Zeit der Mystik, des Rausches, der Drogen. Und wenn es damit einen guten Umgang gibt, ist es an sich nichts dagegen zu sagen. Obwohl das jetzt ja sehr diskutiert wird in Ihrem Programm, was man freigibt. Aber freigeben soll man was Kultur hat. Ne? Das ist ein Problem, weil es individuell gefährlich wird. Ja, damit glaube ich, habe ich meine Zeit ausreichend genützt und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.